Al Fankhammer schwingt sich über das Geländer der Veranda. Er reißt den Gewehrkolben hoch und presst ihn an seine Schulter. Einer der Männer, ein breitschultriger Siedler, steht genau zwischen ihm und dem Halbchinesen. Die Sonne brennt heiß auf die Erde. Schweiß perlt auf Hankhammers Oberlippe. »Zur Seite, Tiller!« ruft Hankhammer. Der Mann, der Tiller genannt wird, dreht sich schwerfällig um. »Nicht Ralph«, sagt er beschwörend und hebt eine Hand. Hankhammer ist wütend. Er hat Angst. Er hebt den Lauf der Winchester ein paar Zoll an und drückt ab. Die Kugel jault über Tillers und Shingos Köpfe hinweg und Pulverreste spritzen in Shingos Gesicht. Und die anderen Bewaffneten fassen den Schuss als Signal auf und greifen zu den Waffen und Shingo wirbelt herum, bevor noch die beiden mit Revolvern bewaffneten Männer ihre Waffen auf ihn richten können und nicht einmal ihre Augen vermögen, dem Mann zu folgen, der jetzt katzenhaft auf Händen und Füßen landet, während die beiden Männer gleichzeitig schießen und dicht beieinander stehen und Feuerlanzen aus den Läufen ihrer Revolver zucken und Blei pflügt den festgetretenen Boden und Shingo kann gerade noch rechtzeitig zur Seite rollen und er kommt auf dem Bauch zu liegen und springt die Schützen an, von unten herauf. Seine Schultern prallen gegen ihre Oberarme, die Männer werden nach hinten geworfen, Shingo landet auf den Füßen, seine Arme schnellen auseinander und die Hände umspannen die Arme der Revolverschwinger, seine Finger graben sich tief in ihre Muskeln. Keiner der beiden kann schreien, zu groß die Überraschung, die Angst, ungeheure Kräfte zerren an ihren Armen, die Beine werden unter dem Leib weggerissen, sie landen auf dem Boden, suchen die Revolver, die wirbeln hoch in den stahlblauen Himmel, weit weg landen sie in einem Gestrüpp aus verdorrtem Buschwerk. Aber schon hat Hankhammer eine zweite Patrone ins Schloss der Winchester gehebelt. Jetzt hat er freies Schussfeld auf mich. Jetzt zielt er auf meinen Kopf, seine Augen blitzen, zusammengekniffen, funkelt mich das eine an. Feurige Funken springen unter dem zusammengekniffenen Lid hervor. Tödliche Entschlossenheit, eine Bestie, die schießen wird. Gleich wird er mich töten. Wie soll ich ausweichen? Wie? Denn er wird abdrücken, jetzt. Aber da, plötzlich kannst du mir nicht mal die Erdnüsse rüberreichen? Gib doch mal die Erdnüsse! Ein Schuss, ich falle, ein fürchterlicher Hieb in meinem Nacken, ein unbeschreiblicher Schmerz durchzuckt meinen Körper, ein Schlag in die Knie, in die... Gleichzeitig ein Brüllen, ein lautes Ohren, zerfetzendes Brüllen, wie von und ein Klingeln, solch ein langgezogenes, kreischendes Klingeln. Claudi steht auf, nachschauen, der Killer fühlt sich in Sicherheit, ein hämisches Grinsen verzerrt sein Gesicht, während der Boden auf mich zurast. Gleich schlag ich auf, mit der Stirn, der harte, aufgerissene Leben, grellweiße Flammen in meinem Gehirn, Schmerzflammen oh vor den Augen, Angst, ich muss mich beiseite rollen, gleich drückt er ein zweites Mal, aber ist nur die Nachbarin, von wegen ins Wasser jellt, dass er aus ihr Licht hat. Ein weiterer Schuss dröhnt mir in den Ohren und sofort, es hat mich am Arm, der platzende, beißende Schmerz. Diesem Schwein werde ich zeigen, aber ich höre schon, wie er nachlädt. Gleich werde ich, kannst du mir nicht mal einen 10-Markschein geben? Schon schießt er. Hey, hörst du, was ich sag? Da bäumt sich sein Pferd auf. Das ist die Gelegenheit. Jetzt schnell hoch. Blut tropft mir aus dem Arm. Die Hand dagegen pressen, die Hand. Nicht weit liegt der Revolver von dem, der auf ihn zu. Schnell, schneller Lauf. Ein weiterer Schuss peitscht durch die Wüste. Hast denn keinen 10-Markschein? Hey, hör doch mal zu. Und da habe ich den Revolver schon gegriffen und heben und drück ab und der Killer geht zwei Schritt vor, einen zurück und langsam kippt er nach hinten weg, während aus dem Kinderzimmer Lärm, plötzlich Gequäke, kommt sie reingelaufen, heult, dass er ihr eine gelatscht hat, schreit aus der Ferne Trompetensignale, die Yankees, endlich Rettung, die lang ersehnte Hilfe, denn schon hat der andere Killer sich erhoben, zum Gewehr gegriffen, oh, dieses Schwein, und ein Schreien ist im Zimmer, also ein Schreien, nun seid doch mal ruhig, einmal am Tag mal ruhig, nun gib doch endlich einen 10-Markschein, die wartet doch, aber in all dem Schreien von der Kleinen und der Jürgen kommt nur auch noch zu und das Blut tropft, fühle ich, wie mir schwach wird, so schwach, die Anstrengung nur nicht aufgeben. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Gleich bist du durchhalten. Halt durch. Schlepp dich langsam. Erschießt. Da wird's. Oh, wird schwarz. Plötzlich schwarz. Und der Erdboden schaut. Der kommt auf mich zu. Und da so langsam so. Und die Trompeten höre ich schmettern durch ein Tuch und schmettern. Und mir sind die Ohren verstopft und Watte und Zuf getrappelt. Aber da lieg ich schon. Ausgeliefert.